Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Tipprunde. Ich hoffe, ich schreibe jetzt hier den Namen richtig. Pesyros und jetzt das Passwort, das dauert jetzt ganz kurz. So, sollte passen alles. Ja, das ist ja perfekt. Im letzten Part habe ich euch gezeigt, wie man hier dieses Konto erstellt. Wir haben dann hier unser Profilbild noch gemacht, unsere Einstellungen gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf unser Profil klicke, komme ich auf dieses Profil her. Dort haben wir unsere ganzen Einstellungen gemacht, von wegen Things, E-Mail bestätigt, Motto haben wir gemacht und, und. Jetzt sind wir im Grunde schon bereit, eine Saison zu starten. Um eine Saison zu starten, haben wir hier im Hauptbildschirm, da kommen wir immer über diesen Button hin, Home-Button, ganz einfach, haben wir hier diverseste Länder zur Verfügung. In diesen Ländern haben wir immer die Ligen, die wir eben wählen. Aber das hier ist nicht alles. Wenn ich hier unten auf ein Plus klicke, kommen die restlichen Länder, beziehungsweise kommen zweite Ligen oder spezielle Ligen. Spezielle Ligen können sein, wenn eine Weltmeisterschaft ist, das dann eine Weltnationalen Pokal heißt. Das halt hier, weil sie es nicht direkt Weltmeisterschaft nennen dürfen. Champions League und, und. Dann gibt es Nostalgie-Mannschaften. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Real Madrid aus 1995 oder so weiter. Das heißt, das sind dann spezielle Ligen, in der es meistens aber auch keine Transfers gibt. Das heißt, so viel wie ihr geht dort rein, habt ein Team und müsst mit diesem Team arbeiten. Ist in den ganzen Ländern oder zweite Ligenländern leichter, denn dort kann ich mir meine Mannschaft aufbauen, wie ich möchte. Es gibt verschiedene Server, die kann ich wechseln und ich habe mein Konto bereits aktiviert. Warum will der das nochmal? Muss ich dann vielleicht anschauen. Wartet mal, ich mache das sofort. So, ich habe es jetzt nochmal bestätigt, dürfte jetzt alles funktionieren. So, zurück zu dem, was ich euch zeigen wollte. Es gibt verschiedene Server und davon gibt es wirklich einige. Wenn ich rate halt euch, bleibt auf dem Server, wo ihr seid, weil der ist meistens in eurer Sprache. Das heißt natürlich, ist auf den verschiedenen Servern verschiedene Sprachen. OSM ist nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz. Nee, auch in Thailand, Amerika, von überall spielen sie Italien. Das ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Und ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele Server. Wenn ihr sagt, die anderen Manager sind euch nicht so wichtig, das heißt, ihr habt nicht viel Kontakt mit denen, schreibt nicht so viel, dann könntet ihr zum Beispiel diesen hier anklicken und dann könntet ihr mit OK bestätigen, dass ihr den Server wechseln wollt, weil dort vielleicht eure Mannschaft frei ist. Ist jetzt nicht so wichtig, außer ihr sagt jetzt, ich will nur diese eine Mannschaft haben und sonst keine, aber damit werdet ihr in OSM selten Erfolg haben. Gut, für hier sage ich gleich, für die, die meine Let's Plays kennen, werde ich jetzt irgendein Team nehmen und werde das auch nicht bis zum Schluss spielen. Das hier gilt rein nur für die Tipps, das heißt, ich werde das hier nehmen und sobald die Tipps beendet sind, werdet ihr dieses Konto nicht mehr sehen. Ich habe zwar gesagt, ich werde es wahrscheinlich sozusagen verlosen, werde ich aber nicht machen. Ich hebe mir dieses Konto auf, sollte ich dann doch noch irgendwann mal irgendwas mit einem zweiten Account machen wollen. Das heißt, durch irgendwelche Sachen zeigen, pipapo, habe ich einen auf Reserve und das werde ich mir behalten. Gut. Wir sagen jetzt zum Beispiel, in Deutschland wäre jetzt ein Team gut, weil wir wollen jetzt endlich starten. So, dann klicken wir einfach auf das Land drauf und sehen hier schon, das sind alles die echten, reellen Vereine. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich bin ein echter Kölner, dann kann ich hier auf Verein wählen gehen und sehe hier sogar meine Starspieler, meine Kadergröße, alles drum und dran. Ich werde euch jetzt kurz mal erklären, was das alles hier überhaupt bedeutet und für was wichtig sein könnte. Gut. Pokal. In jeder OSM-Saison gibt es auch einen Pokal, außer es deaktiviert. Aber ich glaube, es ist in so gut jeder mittlerweile aktiviert, das heißt ja. Das ist einfach nur neben dem Ziel erreichen, neben der Liga hat man noch einen kleinen Pokal, den man auch gewinnen kann. Privatvermögen. Das Privatvermögen ist sozusagen reelles Geld, was ich rein investieren kann. Zum Beispiel für 5 Euro bekomme ich ein paar Millionen Euro im Spiel. Ist es erlaubt? Kann ich etwas einzahlen per Privatvermögen? Ist es nicht erlaubt, was immer der die Liga erstellt, einstellen kann, dann kann ich auch kein reelles Geld sozusagen rein investieren. Das Ziel zeigt immer, welchen Platz man erreichen muss, um sein Ziel zu erreichen. Das heißt, seid ihr Platz 15, habt ihr euer Ziel erreicht, seid ihr 14, seid ihr über eurem Ziel, was gut ist, seid ihr 16, habt ihr euer Ziel nicht erreicht.
Ihr bekommt immer fürs Erreichen des Ziels bzw. fürs Bessersein oder auch Schlechtsein Erfahrungspunkte, die wiederum immer auf eurem Konto zusammengezählt sind. Also Managerpunkte werden die genau genannt. Diese sind jetzt nicht wirklich wichtig für Saisons, diese zeigen einfach nur, wie viel Erfahrung ihr habt und wie gut ihr unter Anführungszeichen seid. Desto mehr Punkte natürlich, desto mehr Saisons und wahrscheinlich auch desto besser ist der Spieler. Der aktuelle Rang wird dann angezeigt, wenn die Mannschaft schon in einer Liga drinnen ist. Das heißt, hier sehen wir Vorbereitungstag 4. Das heißt, wir haben noch Vorbereitungstage. Das heißt, es ist am nächsten Tag nicht gleich ein Spiel, sondern man kann noch Spieler kaufen, sich die Mannschaft besser zusammenbauen. Sollte hier aber jetzt schon zum Beispiel stehen, Runde 5, dann würde hier zum Beispiel stehen, aktueller Rang 13. Dann seht ihr, okay, nach 5 Tagen sind sie auf Platz 13, dann übernehme ich sie vielleicht. Oder eben auch nicht. Die Vertragsdauer ist immer eine Saison, heißt so viel wie nach jeder abgeschlossenen Saison. Das ist je nach Liga unterschiedlich lange, das heißt, es kann sein, in Deutschland sind es glaube ich 39 Tage, in Österreich sind es 22, glaube ich, und so ist es immer unterschiedlich. Danach wird alles zurückgesetzt, das heißt, ihr behaltet euch nicht das Team, ihr behaltet euch nicht die Spieler, ihr behaltet nicht das Geld, ihr beginnt immer wieder von vorne. Es wird nichts übernommen. Manche sagen, dass das ziemlich schade ist, ich sage, dass es gut ist, denn wenn ich nur jetzt schon mal an unser Spezaro Hoffenheim Konto denke jetzt, dann haben wir jetzt schon Firmino fast auf 100. Jetzt angenommen, ich mache mit dem noch 3 Saisons, dann ist er auf Punkte 150 oder so. Das kann nicht viel. Aber dazu kommen wir eh noch, keine Sorge, solltet ihr euch in dem Spiel nicht wirklich auskennen. Alles wird erklärt, ihr seht schon, Punkt für Punkt. Gut, das Etat ist einfach nur, was ihr täglich an Geld bekommt. Jeden Tag wird das Etat um diesen Betrag erhöht. Es gibt dann noch weitere Einkommensmöglichkeiten, das sind Verkäufe, man bekommt täglich Sponsorengelder, aber fürs Personal muss man auch täglich etwas zahlen. Das heißt, ja, das hier ist mal das Grundetat. Das heißt, ihr beginnt grundsätzlich 750, das ihr pro Tag bekommt. Hier sehe ich nochmal den Namen schön, welche Mannschaft es ist, in welchem Land es ist. Hier sehe ich die Kadergröße. Für was kann die wichtig sein? Ich persönlich bevorzuge einen großen Kader. Das heißt, desto mehr Spieler, desto besser. Denn dann kann ich nämlich auch einige verkaufen. Dadurch natürlich wieder größere Einnahmen haben, um dann wiederum bessere Spieler zu kaufen. Für die, die jetzt nicht wissen, was ist jetzt viel, was ist jetzt wenig in dem Spiel. Denken wir mal so nach. Wir brauchen 11 Spieler für die Startaufstellung. Ne? Logisch. Und dann rechne ich pro Position, also pro Position Abteilung, das heißt Angriff, Mittelfeld, Verteidigung, Tor, 2 Ersatzspieler, außer im Tor, da habe ich einen. Das heißt, ich habe 11 Startspieler und dann noch 2 Ersatzstürmer, die ich auf jeden Fall brauche, sind dann schon mal 13 Spieler, 2 Ersatzmittelfeldspieler, sind schon mal 15 Spieler, 2 Ersatzverteidiger, das sind 17 Spieler, und 1 Ersatztorhüter, das sind 19 Spieler. Das heißt, ich persönlich spiele immer mit mindestens 19 Spielern. Gut, wenn ich jetzt hier sehe 25, dann heißt das für mich, okay, ich habe mindestens 19, ich kann eigentlich 6 Spieler verkaufen. Ist aber auch nicht immer so. Was ist, wenn ich hier jetzt habe, von den 25 Spielern sind jetzt beispielsweise 9 Mittelfeldspieler und nur 3 Stürmer. Das heißt, ich brauche wieder einen Stürmer mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen kaufen, kann aber im Mittelfeld mehr verkaufen. Es ist grundsätzlich immer gut, zu viele Stürmer zu haben, denn Stürmer bringen das meiste Geld ein. Aber dazu kommen wir dann noch genauer, wie man beim Verkaufen gut Kohle machen kann. Um nochmal zu erklären, ist 25 Spieler gut oder schlecht? Ich würde sagen Durchschnitt. Es gibt Mannschaften tatsächlich mit 32 Spielern auch. Ist aber schon eher der seltenere Fall. Das heißt, ab 24 Spielern herum kann man sagen, ja, da kann ich genug Einnahmen herausholen. Das heißt, Köln wäre hier gar nicht so schlecht. Dann sehe ich hier noch unsere Starspieler. Das heißt, die, ich glaube, 5 Spieler sind ja die 5 besten. Es sind oft mehr oder weniger, weiß ich nicht genau. Aber die besten Spieler werden hier nochmal gezeigt. Das heißt, unsere Spieler mit den besten Bewertungen sind Breco, Carlos, Helmes, Gerhard und Horn. Diese hier haben die beste Bewertung in unserem Team. Wenn ich jetzt die Mannschaft schon kenne, dann weiß ich, okay, so hätte ich das auch eingeschätzt. Gut, jetzt sagen wir aber, wir wollen das nicht, hier gibt es gar nichts, da klicke ich einfach wieder
in den freien Raum und dann bin ich wieder weg von hier und kann mir andere Mannschaften anschauen. Jetzt sage ich zum Beispiel, ja, ich bin HSV-Fan und fertig. Da sehe ich schon 29 Spieler. Da kann ich wirklich verkaufen. 10 Spieler mindestens. Und ich habe natürlich auch mehr Etat. Warum habe ich mehr Etat? Weil mein Ziel niedriger angesetzt ist. Wir haben nicht mehr nur Ziel 15, wir haben mittlerweile schon Ziel 10. Heißt, desto besser die Mannschaft ist, desto niedriger ist das Ziel, desto mehr Geld bekomme ich aber auch. Ist ja logisch, denn ein Bayern München bekommt ein anderes Geld als jetzt zum Beispiel ein HSV. Nochmal anders wäre es zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Hoffenheim ansehe. Die haben wieder mehr Etat und auch 29 Spieler, das ist jetzt auch wieder gut und, aber das Etat erhöht sich halt immer wieder. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täuschen müsste, Stuttgart das gleiche Etat haben, genau, weil sie dasselbe Ziel haben. Das heißt, es ist nicht so wie im, unter Anführungszeichen, echten Leben angesetzt, dass nur, also dass die reichen Mannschaften auch wirklich reicher sind. Nee, ein Stuttgart hat dasselbe Ziel wie Hoffenheim, Ergebnis dasselbe Etat. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage mal, Stuttgart hat Ziel 1, aus welchem Grund auch immer, und Bayern hat auch Ziel 1, hat trotzdem beide Mannschaften dasselbe tägliche Einkommen, obwohl Bayern im echten Leben ja viel mehr Geld auf der Bank hat. So ist das, Freunde. Das heißt, da ist eigentlich nur das Ziel, zeigt das Geld. Aber ich sage euch eines ganz ehrlich, wenn man gut wirtschaften kann, was ihr in diesen Tipps noch lernt, dann könnt ihr auch mit 700.000 pro Tag viel Geld auf dem Konto haben. Zwar nicht so viel wie ein anderer Verein, aber doch einiges. Aber das werdet ihr dann schon noch sehen. So, jetzt sage ich hier, naja, eigentlich wollte ich Bayern München sein, das gefällt mir jetzt hier gar nicht so, dann gehe ich einfach wieder zurück zur Länderauswahl. Dann bin ich wieder ganz da am Anfang, wo ich schon mal war. Sollte ich sein, das ist jetzt deswegen nicht so der Fall gewesen, weil sich eine Mannschaft aktualisiert hat, aber grundsätzlich kommt er immer wieder raus, wenn nicht einfach ein zweites Mal klicken. Gut, in Deutschland hat uns jetzt nichts zugesagt, vielleicht ist ja doch in Österreich irgendwas Schönes. Klicken wir einfach mal rein und sehen, das merkt ihr euch gleich, die dunklen Kasterl sind bereits besetzte Mannschaften. Die bunten, also die farbigen, die hier sind noch frei und das sehe ich auch daran, dass wenn ich drüber klicke, dass ich den Verein wählen könnte. Jetzt haben wir hier schon das praktische Beispiel, was ich zuerst gesagt habe, jetzt habe ich hier den aktuellen Rang auch zu sehen. Das heißt, wir sind bereits in der zweiten Runde und sehen, Sturm hat Ziel 3 und ist aber 10. Jetzt könnte ich hier draufklicken und sehe, das kann ich beispielsweise nie wieder einholen. Nee, mache ich nicht, da bleibe ich lieber auf Abstand und fertig. Jetzt gehe ich wieder zurück zur Länderauswahl und kann mir wieder eine andere Mannschaft aussuchen. Ganz leicht, oder? Ist sehr simpel. Ich schau mal ganz kurz, wie lange wir schon aufnehmen und ob ich jetzt noch ein Team wählen sollte. Nee, das werden wir weglassen. Wir nehmen schon fast bald 13 Minuten auf. Deswegen zeige ich euch noch etwas ganz anderes ganz kurz, denn wenn ich hier nämlich so runter scroll, habe ich hier auch die Fantasieliga. Die Fantasieliga ist eine ganz eigene, spezielle Liga. Wenn ich dort teilnehme, bekommt jeder, der teilnimmt, hier steht es 150 Millionen, um sich selber eine Mannschaft zu erstellen. Das heißt, ihr habt dann eine Spielerliste von allen Spielern im Spiel und könnt euch sozusagen eure Top-Mannschaft aufbauen. Klingt am Anfang cool, 150 Millionen für Spieler. Ist schwer, sich hier wirklich etwas Gutes aufzubauen und würde ich auch nur denen raten, die in dem Spiel schon Erfahrung haben und auch mit schlechteren Spielern umgehen können. Denn nur schon ein Cristiano Ronaldo alleine kostet über 40 Millionen. Ein Götze kostet 26 Millionen, glaube ich, und so weiter. Das heißt, ihr müsst euch ja 19 Spieler zusammensuchen, glaube ich, sind es mindestens. Rechnet mal nach, ihr könnt nicht einmal 10 Millionen pro Spieler ausgeben. Weil 19 Spieler, 10 Millionen pro Spieler, das sind 190 eigentlich. Und da sich eine gute Mannschaft zusammenzuwirtschaften, ist richtig schwer. Ist auch für mich schwer. Weil natürlich, wenn jemand vor mir da war, kann mir der schon gute Spieler weggenommen haben. Also ist eine Fantasieliga eine sehr, ich sag mal, niveauvolle Liga, die nicht so leicht geht. Und hier dieses neue Liga erstellen geht nur mit sogenannten Tickets. Was sind Tickets? Tickets sind sozusagen die Premium-Mitgliedschaften, welche natürlich auch wieder echtes Geld kosten. Ihr seht schon, ich habe 0 normale Tickets und 0 VIP-Tickets. Ich brauche diese VIP-Tickets, um mir eine Liga erstellen zu können. So, um euch jetzt etwas näher zu zeigen, was sind Tickets, zeige ich euch jetzt hier mal kurz eine Auflistung aller Vorteile. Es gibt eben die normalen Tickets und es gibt die VIP-Tickets.
Ich könnte euch jetzt hier alles aufzählen, nur ich zähle euch wirklich nur mal das auf, was für euch vielleicht relevant sein könnte, weil nicht alles hier ist wirklich wichtig. Die Stadionerweiterungen sind schon mal wichtig, denn wenn ich dieses Ticket habe, kann ich mein Stadion ausbauen, das heißt zum Beispiel ein Trainingsgelände besser machen, sodass meine Spieler stärker trainieren, mein Stadion die Sitzplätze ausweitern, sodass ich mehr Geld pro Tag bekomme und. Das ist wirklich nicht schlecht. Ein Unterkonto ist nie schlecht, das heißt, ihr könnt mit zwei Konten auf einmal trainieren. In einem Account habt ihr zwei Konten, könnt zwei Saisons gleichzeitig machen. Vier Trainingslager, vier Geheimtrainings. Was das genau ist, das werde ich euch dann im nächsten Part wahrscheinlich erzählen. Mitarbeiter ebenfalls. Das hier ist das wohl unnötigste der Welt, eine Anzeigetafel, wirklich unnötig. Das ist unnötig pur, dass ich dafür Geld zahle, ist eigentlich eine Frechheit. Der Talentsucher ist sehr, 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 sehr wichtig. Wenn ihr eine Mannschaft habt aus Deutschland und einen Spieler aus einer anderen Liga haben wollt, das heißt zum Beispiel wieder aus Österreich, England, Italien, wie auch immer, könnt ihr nur hoffen, dass er automatisch auf die Transferliste kommt. Außer ihr habt einen Talentsucher, dann könnt ihr speziell nach gewissen Spielern suchen. Das geht nur mit dem Talentsucher, das geht ohne nicht. Und dafür braucht ihr nun mal wieder die Tickets. Also der ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich Geld dafür ausgeben würde. Freundschaftsspiele sind nicht so wichtig. Finanzmanager unwichtig hoch 10. Manager-Rangliste, ich verstehe nicht, warum man dafür Geld zahlen muss. Die erkläre ich euch auch im nächsten Part. Unnötig. Werbefrei, jetzt für den einen Vorteil, für den anderen nicht. Das kann jedem sein sein. Entlassung, das ist einfach so. Wenn ich jetzt, ich glaube, mehr als 3 Tage nicht online war, kann mich der Moderator rauswerfen. Und das hier verlängert einfach nur die Tage. Und Smileys, das ist wohl das Unnötigste überhaupt. Man muss Geld zahlen, um Smileys zu machen. Ist das eine Frechheit eigentlich? Schon, ne? Aber egal. Die VIP-Tickets wiederum sind teurer und können mehr. Sie können mal alles, was die normalen Tickets können. Man hat aber nicht nur ein Unterkonto, sondern 3 Unterkonten. Das ist stark. Moderator kann man auch ohne Ticket werden. Ist. Ja. 6 Geheimtrainings. Mitarbeiter, man kann eine eigene Liga gründen. Und wenn man sich die eigene Liga gründet, kann man natürlich selber erst den Verein wählen und. Man kann eine Crew gründen. Ist nicht so wichtig, glaubt mir. Freundschaftsspiel. Da erkläre ich euch noch, ist auch nicht das Wichtigste. Extras im Profil. Hol dir ein Icon und zusätzliche Informationen zu deinem Profil. Die machen Werbung dafür, dass man ein VIP-Zeichen bekommt. Da denke ich mir immer nur, what the fuck. Auf jeden Fall könntet ihr euch diese Tickets kaufen. Sind preis-leistungsmäßig, naja, würde ich jetzt mal eher nur sagen. Wenn ich immer kurz in den Ticketshop gehe, dann seht ihr schon, 183 normale Tickets für 10 Euro ist schon ein bisschen Geld, wenn ich mir berechne, dass eine Liga knapp 40 Tage dauert, eine normale, dann kann ich hier 4 Ligen machen. Es wird euch pro Tag ein Ticket abgezogen, nicht abgezogen wird es euch, wenn ihr in Vorbereitungstagen seid oder wenn ihr keine Mannschaft habt, werden euch keine Tickets abgezogen. Wenn ihr ein Unterkonto habt und in dem Unterkonto auch Tickets aktiviert, dann werden euch jeden Tag 2 Tickets abgezogen. Deswegen rate ich euch, wenn ihr euch ein Unterkonto macht, lasst das normal und habt nur euer Hauptkonto auf Tickets gestellt. Ist sinnvoller, glaubt mir. Hat man mehr davon, hat man wirklich, wirklich mehr davon. Ihr könnt euch auch schon nur 20 Tickets holen, ob das wirklich einen Sinn hat, weiß ich nicht. 2 Euro ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem würde ich das jetzt in... Naja, gut. Hier wiederum die VIP-Tickets, die sind natürlich wieder sehr teuer. 125 Tage kosten 10 Euro. Kann man hier auch übrigens per Paysafe bezahlen. Muss jetzt nicht Cash, Kreditkarte oder PayPal sein. Kann auch Paysafe Card sein. Weiß ich habe schon mit Paysafe Card bezahlt. Ob sich sowas wirklich lohnt, muss eh jeder für sich entscheiden. Wie schon gesagt, ich habe mir schon einmal diese Haupttickets gekauft, weil ich die 3 Unterkonten haben wollte. Ich kann 4 Mannschaften gleichzeitig trainieren, das ist einfach angenehmer. Die kostenlosen Tickets, die kann man sich kostenlos holen, indem man Spiele spielt, Umfragen macht und so weiter, werde ich jetzt nicht näher erklären, ist nicht so wichtig.
Wie schon gesagt, das Einzige, warum sich Tickets wirklich lohnen, ist das weitere Konto, das Stadion und auch der Talentsucher. Die drei Dinge sind wirklich sehr, sehr toll. So, um wieder wegzukommen von dem Ganzen, kennen wir schon unseren altbekannten Home-Button und den drücken wir jetzt und wir sind wieder hier bei der Mannschaftswahl. Und im nächsten Part werden wir unsere Mannschaft wählen und dann geht es richtig los. Ich hoffe, ihr habt wieder dazugelernt, wie etwas funktioniert, was bei der Mannschaftswahl eventuell zu beachten ist. Das werden wir im nächsten Part auch wieder kurz ansprechen, ob es da noch andere Dinge gibt, die einem eventuell wichtig sein sollten. Und bis dahin würde ich sagen, Daumen nach oben knallen, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr Tipps wollt, abonnieren und auch kommentieren. Bis zum nächsten Part. Auf Wieder, tschüss, ihr Bäume.